Wenn mich nicht alles täuscht, dann kommt das nächste Rennwochenende aus Spanien. Und damit hallo-seits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Jawohl. Trockenheit. Schön leer, die Ringe. Fertig. Ups, zu früh. Das Rennwochenende in Imola ist schon mehr oder weniger verdauend. Verdaut. Muss ja, es muss ja weitergehen. Der nächste Motorschaden kommt bestimmt. Man sollte immer nach vorne gucken. Nach einem Motorschaden ist vor dem nächsten Motorschaden. Echt seltsam aus mit den leeren Tribünen. Da links sind Fans, das sind bunte Sachen. Bunte Sachen. Alles leer. Es sind zwar nur solche Bildchen, die da stehen auf den Tribünen, aber sieht halt ganz anders aus. Es gibt ein ganz anderes Bild ab. Was Kleinigkeiten ausmachen können. Viele Kleinigkeiten, weil viele kleine Fans. Was heißt klein? Viele verpixelte Fans. Hier rechts sind auch welche am Zaun. Da sind noch ein paar. Noch. Schon ein paar. Dann machen wir da erst begonnen. Ist ja nur das Freitraining. Hier rechts sind auch welche. Und hier ist Wiese. Hallo. Ah, links sind Leute. Hilfe. Auf dem Hügel, links. Hier rechts ebenso, ist jetzt auch was los. Mann, oh Mann, da, oh. Vor uns. Ist unglaublich. Und hier links, wir sind umzingelt. Die richtigen Naturtribünen, die sind besetzt. Die Nordtribünen eher nicht. Auch schön, wie man auf der Geraden merkt, wie der Motor kühler wird, weil mehr Fahrtwind. Macht ja auch Codemasters so, aber mit den Reifen, da kann man es zum Beispiel auch beobachten. Aber ist ein wichtiges kleines Detail, was ich bei Codemasters und hier loben muss. Das war nicht gut.
Die Runde ist auch noch nicht prickelnd, die ist sogar noch langsamer. 22,4. Fast eine halbe Sekunde schneller. Etwas mehr als 14. Das wird nur minimal schneller. 13. und 38.000. Fast ein Zehntel schneller. Oh, nur knapp schneller, nicht gut. Denn so berauschend war die letzte Runde noch nicht, wie ich finde. Scheiße, die Runde wird nichts mehr. Schön auf dem Gas bleiben. Dann kommen wir rein. Wenn es eine 22.0 sollte mit den harten Reifen auf jeden Fall möglich sein. Mal gucken, was mit den weichen Reifen geht. Siebter. Oh, it lane steht da auf der Straße. Auf dem Asphalt. L Lang, die gelben Zahlen. Die Strecke hier in Montmelo, der Reifenfresser vorne links, ja, sieht man deutlich. Die anderen in etwa auf einem Niveau und vorne links am Verrecken. Schon
Schon sind wir nur noch 12 da. Wie sah denn das aus? Ach, toll. Es sieht mir ja null. Fertig. Nein, nicht ganz. Oder steht ein McLaren draußen? Den Rauch sieht man auf jeden Fall nicht. Nichts zu sehen, rüber. Schauen wir mal die erste Runde auf den weichen Reifen. Mal gucken, was zeitlich so drin ist. Nein! Oh Mann, 14 schneller, aber... in der Kurve im Gang hängen geblieben. Nee. Dennoch 13 schneller stand jetzt. Mist. Ein bisschen zu viel gewollt. Wie schnell das aber geht, wie schnell man dann einfach in den Bann der Wiese ins Kiesbett gezogen wird. Zack. Wäre da ein Parkplatz gewesen, wäre nicht viel passiert. Dafür kann Codemasters nichts, aber allein schon, wie geil die Strecken hier sind, weil sie einfach noch viel mehr Wiese und Kies haben, das ist so gut. Da kann Codemasters wirklich nichts für. Oh, das war knapp an der Wiese vorbei. Jetzt könnte der Menardi gleich nerven. Nur knappe 2 Zehntel schneller. Das Alex Jong ist ein grüner Helm. Fährt gar nicht mal so lahm. Die weichen Reifen sind schneller. Komisch, dass das nicht bisher, dass das bisher nicht durchgehend der Fall war. Eine Ausnahme gibt's und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da so schlecht angestellt habe.
leichter Windschatten. Jetzt nervt er. Uiuiui. Geh mal weg. Das war echt knapp. Zum Glück hat er auch nach links gezuckt, ansonsten hätte es da gekracht. Das nervt ja auch nächste Runde. Wenn wir ihn nicht auf diese Geraden bekommen, dann werde ich Abstand lösen. Wir werden ihn nicht bekommen. Schön viel Grün um die Strecke herum, Hügel und Bäume. Knapp an der Wiese vorbei. War, glaube ich, langsamer. Ne, nochmal schneller, okay. Langsamer. Die Runde wird, denke ich, nichts. Auch hinter der letzten Kurve zu lasch. Fast eine Viertelsekunde schneller. Mann, ey. So viel verloren. Und zu schnell rein. Wir kommen rein. Wir vollgas in die Kurve rein, dann kommt der Autopilot für die Boxengasse und dann quietschen wir geradeaus ein Stück weiter. Bums, umgefahren. Das halten wir fest, mit den harten war locker eine 1.22.0 drin und mit den weichen locker eine Zeit unter 1.20. Oder unter 1.21. Unter 1.20 bedeutet ja 1.19 irgendwas. Das wäre ja Quatsch.
der Reifen vorne links. Aua. Okay. Training verlassen und dann geht's als nächstes Mal wieder auf die Zeitenjagd. Hätte nicht gedacht, dass wir uns so weit vorne platzieren. Beim Rennen in Imola. Oder fürs Rennen in Imola. Ob das wieder einstellig wird, ich glaub's ja nicht, aber lassen wir uns einfach überraschen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.